Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, welche Pinsel man am besten für das Gesicht benutzt, beziehungsweise wie sie aussehen sollten, wie sie von der Dichte sein sollten, wie sie von der Bindung sein sollten und so weiter. Ich verlinke euch das Video gerne mal da oben oder da oben. Und ich verlinke es euch natürlich auch noch in die Infobox, weil dann findet ihr das die ganze Zeit wieder. Und ich dachte, ich mache das Video jetzt auch mal mit den Augen. Und zwar haben mich viele darauf angesprochen, Tara, warum machst du das Pinselvideo für die Augen? Und ich so, okay, meine Pinsel sind sauber, machen wir. Ihr müsst natürlich jetzt nicht alle Pinsel haben, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit dem Video, bevor das Intro noch länger wird. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß dabei. Ich habe ehrlich gesagt ganz lange überlegt, welche Lidschattenpaletten man nehmen könnte so. Und ich habe jetzt eine genommen mit Brauntönen und so ein bisschen kopfrig und so, ne? Etwas, was jede Augenfarbe tragen kann. Aber vergisst nicht, ihr könnt das mit jeder Lidschattenpalette machen, die ihr mögt, die ihr zu Hause habt. Und es muss absolut nicht die sein, die ich hier habe. Ich habe mich jetzt entschieden für die Urban Decay Naked Ultimate Basics Palette. Und zwar ist es diese hier. Bei mir ist der Spiegel abgefallen, weil ich viel auf Reisen bin. Und im Koffer ist er dann irgendwie tausendmal abgefallen und da ist was fest geklebt. Auf jeden Fall achten wir nicht darauf. Das sind die Töne. Sie lassen sich sehr schön verblenden. Das sind sehr neutrale Töne, die zu jeder Augenfarbe passen. Und man kann sehr viele Looks damit schminken. Auch wenn das jetzt aussieht, als wäre das nur so ein, ja, so eine einfache Lidschattenpalette, kann man wirklich ganz viele Looks damit schminken. Ob das jetzt mit den Taubtönen da oben ist, ob das einfach nur helle Töne sind, ob das Brauntöne sind und man die Brauntöne mit den dunklen Tönen mischt und so weiter und so fort. Außerdem haben wir kühle und warme Untertöne in den Farben. Und zwar sieht man hier zum Beispiel, da ist ein gelber Unterton drin und hier, das ist eher so ein rosaner Unterton. Ne? Und je nachdem, was man eben schminken möchte, kann man sich dann für die Farben entscheiden. Habe ich nicht gerade toll verkauft? Nein, wirklich, das ist jetzt kein Placement oder so oder kein Werbevideo. Wahrscheinlich gesehen, am Anfang des Videos steht jetzt immer Werbung da, Markennennung. Und das ist nur zu meinem eigenen Schutz, damit ich da nicht bestraft werde wegen Schleichwerbung und so weiter. Aber die Palette, da werbe ich jetzt gerade nicht für oder so. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal meine Haare aus meinem Face. Und da das jetzt keine Foundation ist oder so, reicht das auch schon. Ich komme jetzt ein kleines bisschen näher ran und ich würde sagen, wir legen dann direkt los. Also, was ich als erstes mache, ihr könnt euch natürlich jetzt auch für einen Eyeshadow Primer entscheiden, falls ihr das lieber wollt. Ich benutze am allerliebsten schon immer, wer immer meine Tutorials immer wieder mal guckt und sowas, ich benutze am allerliebsten einfach Concealer. Also den ich mir unter mein Auge gegeben habe, je nachdem, ob ich möchte, dass man irgendwie mein Augenlid durchsieht oder nicht. Ich habe ein sehr pigmentiertes Lid, wie man sieht. Ich habe ein, man sieht meine Äderchen da durch hier. Da. Und wenn ich möchte, dass man das überhaupt nicht sieht, dann gebe ich einen fetten Concealer drüber. Ansonsten je nachdem halt nur ein bisschen Concealer oder das, was auf dem Beauty Blender übrig geblieben ist oder so, ne? Aber tun wir mal so, als wäre das jetzt, als müsste ich das jetzt komplett abdecken. Deswegen nehme ich jetzt einmal den All Nighter Concealer und zwar in der Farbe Medium Light Warm. Das ist dieser hier. Das ist ein wasserfester Concealer von Urban Decay. Und ich gebe mir das so ein bisschen auf mein Lid. Verblenden tue ich das Ganze mit dem Concealer Buffer von Sueva, das ist die 142. Der hat eine tolle Spitze, um Concealer zu verblenden. Ich benutze den Pinsel nicht für unter meinem Auge, sondern ich benutze ihn nur, um Concealer zu verteilen und am allerliebsten benutze ich ihn für den Innenwinkel, weil man hier halt perfekt reinkommt. Und da ich so lange laber und so viel laber, mache ich erst ein Auge und dann das andere, weil ich Angst habe, dass der Concealer jetzt irgendwie auf meinem Lid trocknet und sich dann nicht mehr verblenden lässt. So, wie ihr sehen könnt, das hat sehr gut abgedeckt. Und das entspricht ungefähr Foundation und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel hier leider eine kleine Unreinheit, aber ich denke, das fällt jetzt nicht ganz so krass auf. Und wenn nicht, ist es auch egal. Hat man halt so, ne, als normaler Mensch. So, wenn ihr jetzt noch wollt, dass eure Augenbrauen ein bisschen stärker zum Vorschein kommen, ich werde jetzt aber eine Sache noch machen. Und zwar werde ich einfach den Beauty Blender, den ich gerade eben benutzt habe, mein ganzes Gesicht zu malen, benutzen, um das Ganze noch ein bisschen sanfter zu verblenden, ne? Auch hier hinten an der Kante. So, jetzt ist es ein bisschen schöner verblendet, ne? Und wenn ihr jetzt wollt, dass eure Augenbrauen noch ein bisschen schärfer sind, dann könnt ihr zum Beispiel den Touche Eclat nehmen von Yves Saint Laurent. Das ist ein Oldie but Goldie bei Yves Saint Laurent. Den gibt es irgendwie schon 20 Jahre oder so und der wird immer noch verkauft wie damals. Und das ist die Nummer 2.5. Das ist so ein neutraler Unterton.
Und das ist mit so einem Klicksystem, also man klickt hier hinten drauf und dann kommt das Produkt vorne raus. Ich nehme das so ein bisschen hier mit auf und fahre unter meine Augenbraue damit entlang. Also ich bin kein Typ dafür, der jetzt zum Beispiel das über der Augenbraue macht, weil ich finde, das ist eine Nummer zu viel. Aber man kann das hier hinter, also an das letzte Drittel noch so ein bisschen machen, ne? Dann komme ich noch klar damit. So, ich nehme jetzt einen Synthetikpinsel und zwar ist es die 5 von VH Cosmetics. Und dadurch, dass der sehr streng gebunden ist und hier abgerundet ist, ne? Also es ist immer gut, wenn ein Pinsel hier oben abgerundet ist, weil die ganze Augenform ist nirgendwo richtig krass gerade, ne? Und damit kann man dann halt am allerbesten arbeiten, wenn so eine kleine Rundung da ist. Und das verblende ich dann einmal. Also ich finde jetzt immer, dass es nicht so einen heftigen Unterschied macht. Es macht halt so kleinen, minimalen Unterschied. Man muss es nicht, man kann, wenn man möchte. So, jetzt könnte man das hier auf der Seite noch machen, wenn man will. Aber wie gesagt, man muss es nicht. Sieht halt nur im Endbild so ein bisschen sauberer noch aus. So, was wir als nächstes machen, ist uns für einen hellen Ton entscheiden. Und zwar für einen der drei Töne werde ich mich jetzt hier entscheiden, je nachdem, welchen Look man zum Beispiel schminken wollen würde. Das hier ist ein Hauch zu gelb und das ist ein bisschen zu weiß, würde ich sagen. Deswegen kann man die beiden Töne jetzt zum Beispiel gut miteinander vermischen. Dann hat man einen relativ neutralen Ton. Und das mache ich jetzt einmal. Und was ich tun werde, ist, ich nehme hier von VH Cosmetics die Nummer 7. Dieser Pinsel hier sieht übrigens richtig schön aus mit dem Marmor da unten. Und das gebe ich mir hier unter meine Augenbraue und in meine Lidfalte. Dadurch, dass wir das jetzt machen, haben wir später weniger Arbeit beim Verblenden und verhindern, dass es direkt halt fleckig wird, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch euer Gesichtspuder nehmen, euer Konturpuder oder damit, wo ihr einfach euer Make-up settet. Das ist irgendwie am besten dann dafür, weil wenn man jetzt zum Beispiel gar keinen Lidschatten benutzt oder nur wenig Lidschatten benutzen möchte oder nur einen Eyeliner mit so einem klaren Lid, dann kann man natürlich auch, da muss man jetzt nicht extra eine Lidschattenpalette rausholen und so weiter, ne? Also ich mache das super gerne auch einfach mit den Produkten, die ich gerade einfach vor mir habe. Einfach ein helles Puder nehmen und das verteilen. Und ich gebe mir das wirklich so richtig in die Lidfalte, weil man einfach gleich den Lidschatten, den man benutzt, viel besser verblenden kann. Ich muss das jetzt nicht unbedingt auf ein bewegliches Lid geben, weil den Lidschatten, den wir dahin geben, der wird dann dadurch, dass es so eine klebrige Konsistenz hat, so ein Concealer bzw. ein cremiges Produkt, bleibt der Lidschatten besser daran haften. Also je nachdem, wie ihr das halt haben möchtet. Wenn ihr zum Beispiel so einen pigmentierten Lidschatten gleich, so richtig schön metallischen Lidschatten gleich auf euer bewegliches Lid geben wollt, dann habt ihr halt das ist halt ein bisschen einfacher, ne? Aber ihr könnt auch der Einfachheit halber euer ganzes Lid setten. Ich hoffe, man checkt, was ich da sagen will. Und sorry, dass ich die ganze Zeit runtergucke, ne? Wegen Spiegel und so. So, was ich jetzt mache, ist, ich werde in einen aschigen Ton gehen. Und ich mache das meistens mit meinem Konturprodukt oder eben mit einem aschigen Lidschatten. Ich werde jetzt hier Tempted aus der Lidschattenpalette nehmen. Das ist dieser hier. Und man sieht, das ist ein relativ kühler, sehr aschiger Ton. Und ich gehe mit demselben Pinsel einfach da rein, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt einen neuen Pinsel dafür nehmen. Und ich dippe den schön so von jeder Seite einmal an und dann klopfe ich das Ganze wieder ab. Und ihr seht, wie viel Produkt da wieder runter geht. Und dann gehe ich in meine Lidfalte. Und am allerbesten ist es, wenn ihr dabei runter guckt. So habt ihr halt, ne, euer ganzes Lid frei und könnt viel besser arbeiten. Jeder hat natürlich eine andere Größe des Lids. Wenn ihr jetzt ein kleineres Lid habt, dann ist natürlich so ein großer, fluffiger Pinsel schwierig für euch, weil dann trifft ihr damit irgendwie alles. Dann geht ihr damit hoch bis zur Augenbraue und so weiter. Also guckt, dass ihr eure Pinsel an euer Lid so ein bisschen abstimmt. Und was ich mache ist, ich zeige euch das jetzt gleich auf dem, bei dem anderen Auge. Also ich gehe rein, klopfe das Ganze wieder ab und dann gucke ich so ein bisschen runter. Und fange hier hinten an, in kreisenden Bewegungen meinen Lidschatten aufzutragen. Das Produkt konzentriert sich jetzt auf das äußere Drittel. Man nennt das hier auch das äußere V. Ne? Wenn man jetzt hier zum Beispiel ein V malen würde, das wäre so das äußere V. Dann konzentriert man meistens das Produkt hier hinten und verblendet das Ganze in so ründlichen, runden Bewegungen.
Und wenn dann noch ganz, ganz wenig Produkt bzw. kaum Produkt auf dem Pinsel ist, dann zieht man das dann so vor. Ja, also ihr könnt das natürlich, kurzer Disclaimer, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Wonach ihr Lust habt und je nachdem, wie ihr Bock habt, könnt ihr da machen, was ihr wollt. So, was ich jetzt auch habe, ist von Sephora so ein Blush Cleaning Sponge. Das ist dieses Ding hier. Ne? Ich glaube, das ist ganz bekannt mittlerweile. Man geht einfach da mit seinem benutzten Pinsel einfach rein. Man kann das auch zwischendurch mal umdrehen oder dann halt auch mal waschen irgendwie. Auf jeden Fall geht man da mit seinem benutzten Pinsel rein und streift das überschüssige Produkt, was man jetzt noch auf dem Pinsel hat, ab. Und dann kann man den Pinsel weiter benutzen. Also wenn ihr jetzt Bock habt, den Pinsel weiter zu benutzen, wollt aber nicht, dass da noch irgendwie Farbe dran ist, dann könnt ihr einfach hier reingehen und das Ganze abstreifen. Und da ich jetzt kein Produkt mehr auf diesem Pinsel habe, kann ich ganz einfach mit dem Pinsel weiter verblenden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Zeit dafür nimmt. Also wenn ihr irgendwie so Samstagabend vorhabt, irgendwie rauszugehen oder so, nehmt euch wirklich ein bisschen mehr Zeit als sonst für euer Make-up und könnt auch gerne das Video mal dabei ablaufen lassen. Ich denke, das ist lang genug, dass man ein ganzes Augen-Make-up damit schminken kann. Und verblendet immer wieder zwischendurch. Weil wenn ihr schlecht verblendet, dann sieht alles, was drüber kommt, auch wieder schlecht aus. Und das ist halt ein bisschen doof wie doof. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde einen Pencil Brush nehmen. Und zwar ist es die Nummer 6 von VH Cosmetics. Und werde ebenfalls in denselben Ton reingehen, also in Tempted. Das nimmt nicht immer so viel Produkt auf, deswegen klopfe ich das jetzt nicht wirklich ab. Gehe einfach mit dem Pencil Brush hier so drunter, teile das auch wieder in meinem äußeren Drittel am meisten und ziehe es dann nach vorne. Und so haben wir dann so einen Schatten in der Lidfalte kreiert, damit die Lidfalte viel tiefer aussieht. Und wenn wir halt hier unten noch arbeiten mit Schatten, dann sieht das aus, als wäre das Auge so groß, dass es Schatten wirft. Ne? Deswegen mache ich das immer. Dann sieht das Auge dann noch größer aus. So hier im hinteren Drittel verteilen. Und dann nach vorne ziehen. Ich liebe ja Tränensäcke. Ich könnte Menschen mit Tränensäcke direkt aufessen. Ich finde die so süß. Ich liebe das. So, was ich jetzt machen werde, ist einen kleineren Blenderpinsel nehmen. Ich zeige euch jetzt mal, ne? Ein paar verschiedene Pinsel. Also zum Beispiel diese beiden hier sehen so gleich aus, aber die sind so unterschiedlich. Der hier ist viel ovaler als der hier. Der ist zum Beispiel viel runder und der hier viel ovaler, ne? Auch wenn man die so von der Seite betrachtet, ist der schmaler als der hier, ne? Damit kann man doch immer weiter jetzt aufbauen, die Töne noch so ein bisschen, also die Lidfalte noch so ein bisschen mehr vertiefen. Deswegen werde ich den jetzt hier auch nehmen. Das ist die Nummer 9 von VH Cosmetics, dieser hier einmal. Und dann werde ich einen hellbraunen Ton jetzt nehmen. Ich werde hier Faith nehmen. Gehe einmal mit dem Pinsel da rein, auch wieder einmal komplett. Und dann so abklopfen hier. Am Ende ist da wirklich nur noch so wenig Produkt drauf. Ihr könnt natürlich so ein bisschen sanfter reingehen und das irgendwie da rein abklopfen. Dann verliert ihr nicht so viel Produkt. Ich habe auch schon mal gehört, so ja, warum tunkst du deinen Pinsel dann so hardcore rein, wenn du sowieso wieder abklopfst? Das ist irgendwie so ein Ding. Kannst auch ein bisschen sanfter reingehen. Und dann gehe ich wieder in meine Lidfalte und in mein äußeres V. Und dadurch, dass das Ganze jetzt sehr, sehr aschig aussieht, versuche ich das Ganze so ein bisschen, ja, wärmer noch zu machen. Ne? Und dadurch, dass der Pinsel, ihr seht ja, der passt richtig einfach in meine Lidfalte rein. Ne? Der ist schon ein sehr kleiner, fluffiger Blenderpinsel. Kann ich damit auch sehr präzise arbeiten. Und ich verteile wie immer, oder wie gerade eben auch schon, das meiste Produkt im äußeren V, um es dann wieder nach vorne zu verblenden. Und man kann, glaube ich, ganz gut sehen, dass das hier jetzt ein bisschen wärmer ist als das hier. Ist ein bisschen kühler, aber das macht man drunter oder mache ich gerne drunter, damit das eben diesen Schatten wirft. So, und Madame Miss übertreiben, nimmt jetzt wieder den Pinsel von eben, diesen fluffigen, und verblendet das Ganze wieder miteinander, damit... Ist halt jetzt ein größerer Pinsel, ne? Mit dem kleinen konnte ich die jetzt nicht so richtig gut ineinander verblenden. Aber dann nochmal so ein paar Sekunden investieren, um die beiden miteinander zu verblenden, das lohnt sich dann für den ganzen Tag. Und das Ganze wiederhole ich dann auf meiner unteren Wasserlinie. So, was ich jetzt machen werde, ist den anderen Blenderpinsel nehmen, den ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar den flacheren. Es ist zwar eine Blenderpinsel, aber trotzdem ist der flach gebunden. Man sieht das zum Beispiel hier ganz gut, ne, an der Halterung, wie das hier festgebunden wurde. Und zwar ist das sehr, sehr flach und trotzdem kann man damit verblenden. Und ich werde jetzt wieder in denselben Ton gehen, also einfach weiter in Faith, so diesen
mittelbraunen Ton hier. Und dann klopfe ich wieder Überschuss ab und gebe mir das jetzt in mein äußeres Drittel, aber auf das bewegliche Lid. Ne? So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe diesen Ton, diesen mittelbraunen Ton, eben auf mein bewegliches Lid gegeben. Ich habe im hinteren Drittel angefangen und wenn immer weniger Produkt, also wenn das Produkt schon fast komplett in meinem hinteren Drittel verteilt war, habe ich angefangen, das so ein bisschen nach vorne zu ziehen. Ne? Damit haben wir dann auch direkt so einen verblendeten Übergang von der Farbe, die wir jetzt gleich hier hin machen, bis nach hinten ins letzte Drittel. Und das sieht auch so schon ganz cool aus. Also man müsste noch nicht mal vorne irgendwie einen Ton hinmachen noch. Könnte, wie gesagt, alles optional. Da, wo ihr dann keinen Bock mehr habt oder sagt, mir reicht das, könnt ihr dann auch natürlich stoppen. Und das kann man dann so lange aufbauen, bis man sagt, okay, man ist jetzt zufrieden. Und das Gleiche mache ich natürlich jetzt wieder auf meinem unteren Wimpernkranz. Ich nehme einfach den Ton wieder, verblende ihn noch ein Stück weiter vor. Also das ist ja jetzt nur nochmal ein Aufbau, habe ich ja gerade schon gemacht. Aber vergessen und so getan, als hätte ich es nicht vergessen. So, jetzt könnt ihr nochmal den Blenderpinsel von eben nehmen und einmal nochmal ein bisschen verblenden. Und verblenden kann man eigentlich immer ganz gut, wenn man so Rundungen macht. Runde Bewegungen. So, ich werde jetzt beim selben Pinsel bleiben und gehe jetzt einmal hier so rein, aber eigentlich benutze ich jetzt die gleiche Farbfamilie. Das heißt, man müsste jetzt nicht unbedingt seinen Pinsel darauf sauber machen, aber fürs Gewissen. So, und dann gehe ich hier einmal in den Lockout-Ton. Das ist dieser hier. Das ist ein richtig schöner Braunton. Und da ist auch die fetteste Kohle drin. Den benutze ich super gerne. Und nehme wieder den gleichen Pinsel. Ne? Also ich versuche jetzt so viel mit denselben Pinseln, hallo, zu machen wie möglich, weil, ja, damit man jetzt nicht so viele Pinsel braucht oder damit ihr nicht denkt, ihr braucht jetzt einen Haufen Pinsel dafür. Und das einmal abklopfen und das wieder ins äußere Drittel geben. Und seht ihr, dadurch, dass man da so viele verschiedene Farben genommen hat, hat man so einen schönen Farbverlauf dann. Und ich bleibe eigentlich die ganze Zeit so in der Nähe meiner Lidfalte und meinem äußeren V und ich ziehe immer nur den Überschuss nach vorne. Ihr könnt auch direkt dann den Blenderpinsel nehmen und sagen, okay, ich verblende das. So, das ist mir jetzt immer noch nicht genug. Deswegen nehme ich jetzt wieder noch mehr Produkt. So, und dann gehe ich mit demselben Ton jetzt auch wieder in meiner Lidfalte und verblende das wieder im äußeren V, ziehe das aber nicht ganz so weit nach vorne, damit wir hier noch diesen verblendeten Effekt gleich haben. Umso dunkler ich gehe, desto weiter außen bleibe ich in meinem V. So, ne? Man sieht, hier ist es noch tiefer, noch dunkler als zum Beispiel auf diesem Lid hier. Und das ändern wir jetzt mal schnell. Übrigens, damit ihr nicht die halbe Nachbarschaft und eure ganze Familie weckt, falls ihr das morgens macht an der Hand, ist es nicht ganz so laut. Ich habe mal mit jemandem Fotoshooting gehabt, der gesagt hat, meine Schwester, ich will die morgens umbringen. Die ist so laut, ich weiß nicht, was die macht, die haut immer gegen irgendwas. Ich sag, Streich, klopft ihr den Lidschatten ab. Ich habe mich kaputt gelacht, Leute. Hat jemand eigentlich auch so ein Ding am Arm? Und kann mir sagen, wie lange das bleiben muss? Hier für die Sehnscheide. Irgendwie habe ich vergessen zu fragen, wie lange das jetzt da dran bleiben muss. Außerdem war die Ärzte so hart und sympathisch, was ich gar nicht fragen wollte. So, jetzt haben wir eine sehr schöne Tiefe im Auge. Wir können jetzt sagen, okay, uns reicht das jetzt für den Alltag oder wir können sagen, wir gehen noch ein ganz kleines bisschen dunkler. Und das können wir jetzt machen, indem wir sagen, okay, ich habe zum Beispiel heute so ein rotes Top an, ne? Habe ich jetzt von einer Freundin, ich habe keine Ahnung, wo sie das hat. Deswegen gehe ich so ein bisschen ins Rötliche oder wir sagen, wir haben schon einen relativ kühlen, nicht so wirklich rot, also nicht so wirklich rotstichigen, ja, Verlauf. Und deswegen bleiben wir auch dann dabei und deswegen. Nehme ich jetzt Black Jack. Das ist dieser hier. Das ist angeblich ein schwarzer Lidschatten. Aber er hat halt braune Untertöne mit da drin. Also es ist nicht, für mich ist es nicht so ein ganz tiefes, tiefes Schwarz, sondern er hat wirklich braune Untertöne mit drin. Der hier sieht zwar nicht in der Kamera so aus, aber ist schon so ein bisschen ins Lila. Ne? Da passt ganz gut zu diesem Ton hier. Das ist so mehr Pflaume, was da noch drin ist, oder Aubergine oder was auch immer. Und ich werde jetzt beide meine Pinsel hier weglegen erstmal und einen viel kleineren Blenderpinsel nehmen. Und zwar, ich glaube, ich nehme einfach hier diesen Pencil Brush von eben, den ich gerade genommen habe, weil der ist nicht so streng gebunden. Dadurch, dass der halt längere Härchen hat, ne, zeige euch einen kurzen Unterschied. Man sieht, glaube ich, ganz gut, dass die hier viel kürzer sind. Und dadurch, dass die Härchen viel kürzer sind,
kann der nicht so gut verblenden wie der hier oben. Der hat nämlich längere Härchen und hat, es ergibt sich dann einfach, dass er dann viel besser verblenden kann als dieser hier. Ne? Und der wird jetzt auch nicht Pro sein, aber dadurch, dass er halt längere Härchen hat, kann der halt ein bisschen mehr verblenden und ist nicht ganz so fest im Auftrag. Wenn ich jetzt möchte, dass es so richtig erkennbar ist, irgendeine Farbe, dann nehme ich so einen Pencilbrush. Und wenn ich möchte, dass es verblendeter ist, dann nehme ich so einen. Und das hier ist, wie gesagt, die Nummer 8. Gehe ich einmal hier in diesen dunklen Ton rein, klopfe das Ganze ab. Und dann gehe ich in mein wirklich äußerstes V, nehme mir dazu meinen Blenderpinsel, beziehungsweise ich nehme einen frischen, weil das so ein dunkler Ton ist einfach. Und also einen unbenutzten und verblende immer wieder zwischendurch diesen dunklen, dunklen Ton, dieses fast schwarz. Und dann baue ich das so lange auf, bis mir das gefällt. Ich würde jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen, ne? Also es ist halt Lidschatten und man baut das immer aufeinander auf. Man nimmt eine Farbfamilie, baut das Stück für Stück mit dem hellsten Ton anfangend auf und dann verblendet man. Also verblenden ist eigentlich so das Ding, ne? Ich habe mir einige Videos auch dazu angeguckt, natürlich, ne? Wenn man jetzt irgendwie ein Video dreht oder so, informiert man sich so ein bisschen, okay, vielleicht vergesse ich irgendwas oder so, aber ich will jetzt wirklich keine so unfassbare Wissenschaft draus machen, weil am Ende ist es eh euer Auge, was sagt, okay, das ist schön und das gefällt mir jetzt nicht mehr oder so, ne? Manche hätten gesagt, okay, Tara, stopp, das sieht doch schon schön aus, warum machst du jetzt das noch, ne? Das ist so eine Gewöhnungssache. Übrigens, ich bin jetzt gerade mit dem Blenderpinsel nochmal in diesen braunen Ton hier reingegangen, um das so ein bisschen softer hier aussehen zu lassen, so ein bisschen mehr auszublenden. Das kann man immer wieder machen, indem man einfach auch nochmal ein bisschen hellere Töne nimmt und sagt, okay, verblendet das Ganze nochmal. So, und dann nehme ich nochmal den fluffigen Pinsel, so arbeitet da ruhig mit den Pinseln, die ihr sowieso jetzt vor euch habt. Aber ich gebe wirklich den dunklen Ton, wie man sieht, nur ins äußere V mit diesem Pinsel halt und dann verblende ich ihn mit erstmal mit diesem, man sieht den Unterschied zwischen dem hier, also mit dem verblende ich es erstmal in dem Raum hier nur und mit dem verblendet man den ganzen Rest dann nochmal so, dass es sich überall verteilt oder verbindet. Muss man aber nicht, könnte man jetzt zum Beispiel auch so lassen. Das nochmal für die Kanten hier. Und Mädels, ich sag euch was, eine Seite wird immer schöner als die andere, ich habe keine Ahnung warum. Was ich jetzt mache, und das mache ich immer mit den dunkelsten Tönen, ist, ich nehme so einen ja sehr, sehr geraden, also fast geraden, damit könnte man jetzt zum Beispiel auch Augenbrauen machen, Pinsel und tunke den in die dunkelste Farbe rein. Also ihr könnt jetzt entweder sagen, ich nehme jetzt hier diesen braunen Ton, mir reicht das, oder ich gehe in diesen dunklen Ton hier rein. Ich mische die beiden einfach und gebe mir das unter meine Wasserlinie. Also ich gehe wirklich hier so drunter. Damit kann man das nämlich viel präziser dann noch auftragen als jetzt mit so einem Pencilbrush. Das war jetzt übrigens die Nummer 322 von Zoeva. Und dann nehme ich, was auch sonst, den Pencilbrush. Und wow, mein Spiel ist richtig dreckig. Versuch den so sauber wie möglich zu bekommen und verblende dann den Lidschatten. Tada! Als nächstes nehme ich die Nummer 10 von VH Cosmetics. Und zwar ist es ein sehr flacher, streng gebundener, aber abgerundeter Pinsel. Ich möchte den jetzt gleich für hier nehmen. Und dadurch, dass der hier oben abgerundet ist, fällt mir das jetzt gleich viel leichter, das Produkt dahin zu packen, wo ich es haben möchte. Wenn der Pinsel jetzt hier oben gerade abgeschnitten wäre, dann würde das hier so ein bisschen seltsam aussehen, weil wir eben hier eine Rundung haben. Und dann wären da so eventuelle Kanten drin. Und was ich jetzt machen werde, ist, einen der Töne nehme ich, weiß jetzt gerade nicht, welchen. Ich glaube, ich nehme hier einfach Nude. Den hier. Und gehe so auf beiden Seiten mit dem Pinsel rein. Ihr könnt den auch nass machen, wenn ihr wollt. Das mache ich sehr gerne zum Beispiel fürs bewegliche Lid. Und dann gebe ich den Lidschatten hier in mein vorderes, ja, Drittel. Eigentlich habe ich mit dem dunklen Lidschatten so zwei Drittel meiner Lidfläche bedeckt. Und so den vorderen Teil, den möchte ich gerne in Nude. Und so, ich werde euch jetzt einmal kurz noch den Pinsel ansprühen, um euch den Unterschied zu zeigen. Und zwar nehme ich jetzt einfach das Prime Water, ist egal, Hauptsache es ist jetzt nass, von Smashbox. Und zwar hier in diesem Coconut Chill. Und besprühe einmal den Pinsel und gehe dann in diesen... Oh, das Ding muss ich jetzt gleich auflassen, damit dieses Puder trocknet oder föhnen oder wie auch immer. Habe ich oft den Fehler gemacht, das einfach wieder zuzuklappen und dann blieb dieser nasse Fleck sehr, sehr lange da. Und dann kann man hier halt so rein und man sieht, dass es einfach ein bisschen pigmentierter noch ist. Ich ziehe auch gerne manchmal mein Lid so ein bisschen nach hinten. Könnt das, wenn ihr Make-up nicht kaputt machen wollt, auch mit einem Beauty-Blender machen. Das hat irgendwie nicht ganz so geklappt mit dem Nassen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, warum.
Normalerweise klappt das ganz gut. Vielleicht ist es das falsche Spray einfach gewesen. Gar kein Spray geht auch von mir aus. Weiß nicht warum, aber mit dem Finger geht es einfach immer am besten. Sieht einfach am allerbesten aus. Kann man hier, Nägel sind zu lang. So, ich denke, das dürfte reichen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel nochmal den gelblichen Ton hier nehmen, ne, wenn ihr wollt. Und das so ein bisschen unter die Augenbraue geben. So ein kleines bisschen Highlight. Wenn ihr jetzt denkt, okay, es ist immer noch ein bisschen schlecht verblendet oder es gefällt mir immer noch nicht so gut, könnt ihr immer wieder mit dem Pinsel halt da reingehen. Dadurch, dass das pudrige Konsistenzen sind, kann man das Ganze eigentlich immer noch ein bisschen retten, wenn man denkt, oh, müsst du? Ich habe mich ja ganz neu in einen Eyeliner verliebt, und zwar von Sephora, den Eyeliner Feldliner. Der sieht so aus, so ein ganz kleiner. Und ich finde den super, super, super. Der hat eine ganz tolle Spitze. Das ist so ein, ja, kaum beweglich und ganz tief schwarz. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich fange einmal vorne an, aber ganz, ganz dünn. Ne? So ein ganz schmaler Streifen nur. Ich habe mich jetzt ganz, ganz bisschen vermalt. Das macht aber nichts. Okay, ich möchte den bis hierhin ungefähr haben. Kann man sich den Lidstrich ziehen? Also ich glaube, es gibt eine Milliarde Lidstrich-Videos und ich habe sehr lange dafür gebraucht, um jetzt zum Beispiel den perfekten... Und ich kann es immer noch nicht, während ich rede. Es ist immer noch eine Katastrophe. Wenn ich das irgendwie so mit der Kamera mache oder rede, wird der immer nicht so schön, wie wenn ich es ohne mache. Also praktisch fange ich hier vorne schmal mit dem Lidstrich an und ziehe das dann einmal nach hinten. Und dann mache ich hier hinten so einen kleinen Flick. Und dann habe ich diesen nochmal diesen äußeren V, also dieses äußere V so ein bisschen bestärkt. Dadurch, dass ich hier hinten so einen Flick halt habe. Der ist auf dieser Seite so katastrophal geworden. Wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Naja, dann ist es halt so. So, ich habe jetzt meine Wimpern getuscht, wie unschwer zu erkennen. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ist, dass immer wieder kleine Patzerchen entstehen können, wie zum Beispiel da. Ich würde davon abraten, jetzt einen Q-Tip zu nehmen und da irgendwie so rumzumachen oder so. Was ich immer mache, ist einen Pinsel nehmen, den ich benutzt habe, um das Ganze wieder auszugleichen. Also ich nehme jetzt hier zum Beispiel diesen Pencilbrush und mache den einmal sauber. Und dann gehe ich halt in diese Stelle rein und versuche das Ganze so ein bisschen wegzuverblenden. Und eigentlich klappt das mit nicht wasserfesten Mascaras immer ganz, ganz gut. Also wenn ich da jetzt mit einem Q-Tip dran gehe, dann habe ich da wie so ein, ja, wie so ein Loch, und dann ist diese ganze Arbeit mit dem Aufbauen der Lidschatten hinüber. Also wirklich einmal so irgendwie irgendeinen Pinsel von euch einfach wieder abklopfen und versuchen, das so wegzukriegen, und in den meisten Fällen geht das auch ganz gut. So, ihr Lieben, also ganz kurz zusammengefasst, umso weniger Zeit ich habe, desto fluffiger werden meine Pinsel und desto weniger Farben nehme ich. Und umso mehr Zeit ich habe, desto wirklich kann ich mich so hinsetzen und so viele, viele verschiedene Schritte machen, einige Lidschatten mehr benutzen und einige Pinsel auch mehr benutzen. Also ich hoffe, das Video hat euch irgendwie so ein bisschen geholfen. Mein Key Point, was ich euch halt sagen möchte, ist, habt wirklich Zeit, um die einzelnen Schritte zu verblenden, und denkt euch nicht, den Schritt spare ich jetzt aus, weil am Ende macht es genau dieser Schritt aus. Es ist halt dieser Aufbau von verschiedenen Lidschatten, der am Ende das ausmacht, ne, was wir jetzt so kreiert haben. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Es ist ein sehr neutraler Look, der, glaube ich, zu jeder Augenfarbe passt. Ich hoffe natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einmal kostenlos abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten findet ihr hier noch meine beiden letzten Videos, falls ihr diese verpasst habt. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, und wir sehen uns dann am Freitag zu einem neuen Video wieder. Bis bald. Tschüss.